Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe in einem meiner letzten Videos, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge ich sie hochlade, vielleicht war es sogar das letzte Video, habe ich euch die beiden Messing-Talisman-Figuren hier vorgestellt, den Lucky Fatman und den Spaceman zu beziehen bei der Claudia Rudi im Messerkontor. Ich hau den Link nochmal unten rein. Großartige Teile und in dem Zusammenhang habe ich euch ein paar Beats gezeigt im Vergleich. Unter anderem halt auch hier meinen Bearded Skull, den ich eine ganze Weile am Moped-Schlüssel bunt getragen habe. Jetzt mittlerweile ist der bei mir dann in der, ich sag, nennen Sie mal, Beat-Schatztruhe gelandet. Ja, sowas habe ich wirklich. Also der ist quasi in Rente gegangen. Aber ich habe ein paar andere Schmuckstücke, die auch quasi nicht die Verwendung an irgendeinem Gegenstand wie einem Taschenmesser finden, sondern mehr oder weniger als Schmuckstücke ihr Dasein fristen, um hin und wieder einfach mal begutachtet, betrachtet und bewundert zu werden. Die Teile kommen von einem russischen Künstler, das ist der Grigori Lizukov, bekannt unter dem Pseudonym Bony Buddy. Der macht tolles, tolles Zeug. Ich habe eine Reihe von Beats, die sind, glaube ich, alle irgendwann im Sommer 2020 entstanden, also nicht mehr so 100% taufrisch. Er ist sehr oft ein bisschen am Puls der Zeit, macht auch Beats, überzeugt, dass gerade aktuell ist. Das ist sehr, sehr geil. Lohnt sich auf jeden Fall, dem jungen Mann mal bei Instagram zu folgen. Wenn er noch aktiv ist, ich habe längere Zeit nicht mehr viel von ihm gesehen. Ich glaube sogar in den letzten Wochen, Monaten gar nichts. Das kann natürlich mit der allgemeinen Situation in Russland und der Ukraine zusammenhängen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich werde aber auf jeden Fall mal versuchen, dass ich seinen Kontakt und sein Instagram unten verlinke. Die Beats kommen in einem kleinen Zip-Beutelchen, Ziploc-Beutelchen oder hier diese Schnellverschlussbeutelchen. Papiertütchen mit Stempel und einem Zertifikat. Jetzt könnt ihr hier sehen, Brass and Bronze, das ist der Einar, also der kommt in Messing und Bronze daher. Es ist alles dabei mit Unterschrift, mit Datum, mit Stempel, wie man sich das wünscht. Die Beats sind nicht ganz billig, zugegeben. Ich glaube, es geht bei ihm so bei 40 Euro los, vielleicht war es auch ein bisschen drüber. Das kann ich 100% gar nicht mehr genau sagen. Wie gesagt, ich habe die schon eine ganze Weile jetzt. Ich bin nur nie dazu gekommen, sie vorzustellen. Und wenn ich mal Zeit gehabt hätte, habe ich die wahrscheinlich einfach anders genutzt. Also deswegen wird es allerhöchste Zeit. Das ist nämlich echt cooles Zeug. Ihr seht, das jetzt ist das Modell Einar. Einar habe ich im letzten Video schon kurz gezeigt. Ich habe den nochmal jetzt separat in so einem kleinen Beutelchen. Ich hole den mal eben raus. Das gilt gleich für die anderen genauso. Einar ist ein Wikinger-Totenschädel mit Helm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie der gearbeitet ist, wie der gefinisht ist, oben am Helm auch Two-Tone. Ihr seht, dass die genieteten Bänder nochmal etwas mehr anpoliert. Darunter die eigentliche Helmschale etwas antik. Öffnung groß genug, unten drin richtig viel Platz. Das heißt, da könnt ihr einen fetten Knoten machen und könnt den dann einfach in die Schädelhöhle reinziehen. Sieht dann immer sehr, sehr gut aus. Ansonsten einfach nur ein toll, toll, toll gearbeiteter Beat. Der Einar, der Wikinger. Ja, für alle Beat-Freunde, Skulls gehen natürlich eigentlich immer, ne? Das ist halt, ja, gehört auf jeden Fall dazu. Also Einar, toller Beat, gehörte auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Deswegen war das einer derer, die ich bestellt hatte. Ich zeige euch jetzt die Kärtchen nur. Ich werde bei den anderen dann einfach nur die Beats auf den Tisch packen und das nicht jedes Mal hier noch mit den glänzenden Tütchen nachher spinnt, nämlich mein Weißabgleich wieder rum. Der nächste, den ich euch zeigen möchte, ist einfach nur der Butcher genannt. Auch wieder Brass und Bronze. Und ja, alle, die sich im Bereich Film ein bisschen umtun, die werden beim Butcher vielleicht schon eine Idee haben. Spätestens wenn ich euch die Figur zeige mit dem Zylinder und dem blauen Hutband, dann wird auch jeder wissen, um welchen Butcher es sich hier handelt. Es ist natürlich Bill, der Butcher aus Gangs of New York, Daniel Day-Lewis, wenn ich mich recht erinnere. Ja, was für eine wahnsinnig ikonische Rolle.
ja, ein bisschen massiver, muss man ganz klar sagen, als der Ana. Der war relativ leicht, der kam mit 13, irgendwas Gramm daher. So viel mehr ist der hier nicht, aber ich glaube, der wiegt halt ein paar Gramm mehr. Toll gearbeitet, auch hier wieder Brass und Bronze. Die Bronze ist hier etwas silbriger, war sie beim Ana auch schon. Ja, das Messing hat die typische Messingfarbe. Natürlich wird das im Laufe der Zeit auch ein bisschen anlaufen. Hier oben seht ihr schon so ein Fleckchen. Auch wenn ich die den Naturgewalten und den Witterungsumständen nicht aussetze. Also die sind in den Tütchen und ich habe dann auch immer noch so Silica-Packs mit dabei. Und das Ganze wird dann aufbewahrt. Ich habe ja gesagt, das ist eine Beat-Schatztruhe in tatsächlich so einer kleinen Schatztruhe hier. Und darin befinden sich dann so neben Silberschmuck dann halt diverse Beats, die bei mir sonst irgendwo lose rumfliegen würden. Ich finde die Art der Aufbewahrung eigentlich ganz nett. Ja, Bill der Butcher, der Dritte. Da dürfte dann beim Vornamen auch schon klar sein, um wen es sich hier handelt. Auch wieder Brass und Bronze. Das ist Freddy. Und Freddy mit Y ist natürlich nicht Freddie Mercury, denn jeder Musikfan sollte wissen, dass der sich immer mit IE schreibt, nicht mit Y hinten. Bei Freddy handelt es sich selbstverständlich, ich muss jetzt den Satz ein bisschen in die Länge ziehen, bis ich das Ding aus dem Tütchen rausgeholt habe, um diesen hübschen Gesellen hier, nämlich Freddy Krüger aus den Nightmare on Elm Street Filmen. Auch Gesichtsausdruck mega gut eingefangen, die verbrannte Haut, der Hut, natürlich noch geiler, den zerschlissenen, gestreiften Pulli noch irgendwie andeuten zu können. Aber hierbei handelt es sich jeweils nur um Kopfbeats, das heißt, das ist vollkommen in Ordnung. Der schlabbrige Hut, die verbrannte Haut, der böse, 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 grimmig reinschauende Gesichtsausdruck, auch einfach ein großartiger, großartiger Beat. Ich lege den jetzt vielleicht einfach hin, damit man ein ganz klein bisschen mehr davon sehen kann. Wenn ich den so hinstelle wie den Bill hier, der sollte besser auch auf der Seite liegen, damit man ein ganz klein bisschen mehr davon sehen kann. Ja, ihr wollt ja nicht einfach nur von oben auf den Hut schauen. Also schon drei absolute, absolute Granaten. Ja, und der vierte ist nicht nur aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist zudem auch noch eine streng limitierte Auflage. Jetzt hole ich mal zuerst den Beat aus der Tüte. Es ist zudem noch eine streng limitierte Auflage. Es gab insgesamt nur 50 Stück davon. Es ist der massivste, es ist der schwerste und es ist für mich auch der am schönsten gearbeitete. Das ist Hannibal Lecter. Da auch dann mit vollständigen Namen, nicht nur irgendwie Hannibal oder so. Nein, es ist Hannibal Lecter. Ja, und jetzt schaut euch das an. Jetzt schaut euch das an. Was für ein unfassbar gelungener Beat. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendwas habt, hier unten nochmal gemarkt, Grigori Lezukov und die 46 wegen der Limitierung. Wenn ihr irgendwas habt, weiß ich nicht, angespitzte Stöckchen oder sonst was, und ihr macht euch so ein kleines Display, wo ihr die aufstellen könnt, die sind ein Hingucker in jedem Regal, ganz ehrlich. Wenn das bei mir zum Beispiel DVD-Blu-ray-Regal, die würden sich ganz hervorragend machen. Vielleicht lasse ich mir irgendwann mal was einfallen, um die wirklich dann auch sichtbar dort stehen zu haben. Denn sie nur in der kleinen Schatztruhe zu haben und alle paar Monate mal rauszuholen, um sie, um sie anzuschauen, dafür sind sie fast zu schade. Meine vier Bony Buddy Beats von Grigori Lizukov. Großartige Teile, wie gesagt, nicht ganz günstig, aber ganz, ganz, ganz herausragende Verarbeitungsqualität. Tolle, tolle Optik und gerade für Filmfans oder Skull-Fans. Ihr findet bei Grigori, beim Bony Buddy immer was. Wie gesagt, relevante Links, wenn ich sie finde, kommen unten in die Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, auch wenn er vielleicht im Moment nicht ganz so aktiv ist, aus welchen Gründen auch immer. Großartiger, großartiger Künstler, tolle, tolle Beats und ja, gerade für Filmfans oder für EDC-Fans oder Messer-Fans, ne, hier kommt halt viel zusammen. Selbst wenn du mit dem EDC nichts am Hut hast, selbst als Filmfan könntest du die Teile problemlos sammeln und ja, in einem kleinen Display ausstellen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das soll es gewesen sein. Die wollte ich euch auf jeden Fall mal gezeigt haben. Bin ich froh, dass ich das endlich geschafft habe. In diesem Sinne,
euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Welcher ist eigentlich euer Favorit? Das würde mich noch interessieren. Welcher von den Vieren ist euer Favorit? Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.